Leute, ich bin's wieder und herzlich willkommen zurück on my channel. I'm so excited to have you here. Oh, ich muss hier reingucken. Ja, okay, cringe. Heute ist ein sehr besonderer Tag. Erstens bin ich wieder ein bisschen im Back, ein bisschen aktiver auf YouTube. Ist ein bisschen am Laggen, weil I'm a foul girl. Ich habe gerade Sommerferien, also nehmt's mir nicht übel. Ich bin ganz aktiv auf Instagram, also folgt mir da, wenn ihr wollt. Könnt ihr mir auch auf Snapchat folgen, wie ihr Bock habt, TikTok, alles ist am Start. Macht die Post-Notifications an. Und ich würde sagen, ich sage euch mal direkt, worum es geht. Und zwar, kennt ihr doch die Sabrina Carpenter? Also Dahlia und ich waren ja in New York extra für sie und sind zu einem Konzert gegangen. Mega, mega krasse Künstlerin, kann krass tanzen. Ihre Stimme ist so ein Engel. Das ist krank und sie ist so, so talentiert. Aus den USA natürlich. Ich mache dieses Video aber in Deutsch für euch, damit ihr es versteht. Denn wir haben ein Secret Einblick in ihr neues Album, was am 19. Juli rauskommt. Und Universal hat mir die Chance gegeben und mich gefragt, yo, Faye, möchtest du eigentlich ihr Album sehen, bevor jeder andere es kann? Und ich so, ja, natürlich. Also, ich habe hier mein Handy, ja? Und hier ist der Link dazu, der mir Secret geschickt wurde. Und ich klicke da jetzt drauf. Ich mache ein New York T-Shirt an. Basic White Girl. Oh mein Gott, okay, okay. Ich bin so aufgeregt gerade, wow. Es gibt 9 Tracks. Ich bin gerade voll überfordert. Also das ist Singular Act 2, das zweite Album, so heißt es. Und wird am 19. Juli rauskommen mit den Hollywood Records. Okay, wir hören uns jetzt den Track Nummer 1 an. Und zwar heißt der In My Bed. Ich bin so excited. Little things become everything when you wouldn't think. Little things weigh so heavily. Take my energy till it's gone. I wanna be alone, but love is emotions. Mal ganz am Anfang, mega krasse Stimme, ist mega so ein vibey Song. So ein bisschen so in your field, so im Auto, Dach offen. Und jetzt, wo sie so hoch geht, krasser Wechsel, mega schön. Mega nice, muss ich, richtig nice, der Drop sozusagen, also der Chorus. Das Lied ist schon draußen. Das Lied ist schon draußen, In My Bed, und danach kommt auch Pushing 20, also die zwei sind schon draußen, mega cool. So, jetzt kommt der zweite Track, und zwar Pushing 20, oh mein Gott, das ist im Moment mein Lieblingslied von ihr, das ist schon auf dem Singular Act 1, und wenn sie den performt, you guys, ooh. Whoa, 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 what you say, Mr. Clean? I'm flagging you down for a Mr. Mean. It must look different from your mezzanine. You got me feeling out of touch. All the notes, push it out, wish me luck. You got away, I'm messing with my face. You're trying to paint a picture, but you're running out of place. You had to stay, and I took it away. How to use a mic controller. I'm pushing 20, got no time for others. I'm pushing 15, 20, got no time for others. Krass, hört ihr euch jetzt an, der ist schon draußen. Also, yeah. Nummer 3, I Can't Stop Me. Schon mal mega Titel, weil I Can't Stop Me ist for reverse. Also, ich kann mich selber nicht stoppen. Damn. Sie hat keine Kontrolle über sich selber, nehme ich an. I can't stop me, I can't stop me. Icing. Oh, ist da ein Feature? I can't stop me, I can't stop me. Miami Vice. Hold up, das ist ja mega geil und richtig trappy und so, so fett, so richtig fett. Mega cool, voll anders, also gar nicht die Richtung, die sie normalerweise geht. Ich weiß, das ist eigentlich ihre Richtung, so Pop, Teenie, Urban, cool irgendwie, keine Ahnung. Aber der Song ist sehr anders und es ist voll gut, wenn ein Album breitfächiger ist. Voll, voll cool. 04, I'm Faking. Okay, jetzt kommt der vierte Track, I'm Faking.
We're fully grown. How come we get so immature when we're alone? I roll my eyes. Ja, ich bin voll bei Musik. Leute, es ist so, wenn ich mir neue Musik anhöre oder generell im Studio sitze oder so. Ich sitze da so konzentriert. Ich lache nicht, sieht aus, als würde ich das Lied nicht mögen, aber ich liebe das, aber ich konzentriere mich nur. Das ist voll cool. Es ist auf jeden Fall sehr ihr Style, also hört sich mega nach ihr an. I like it. Jetzt hören wir uns den 5. Track an. Also es gibt insgesamt 9. Und das heißt Take Off All Your Cool. Ich muss sagen, ey, in jedem ihrer Lieder, die Lyrics sind krass. Ich weiß, die meisten Leute, so, die achten nicht so krass auf die Lyrics, also den Text vom Song. Aber zum Beispiel so, wenn man so Musiker ist oder generell einfach voll into Musik ist, dann achtet man voll krass auf die Texte. Und die, bei ihr fällt mir echt auf, dass sie sich da krass viel Mühe gegeben hat oder halt selber gut songwriten kann oder gute Songwriter hat, ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall, die Texte sind richtig, also gute Qualität, ist halt nicht nur so, I love you und so. If you let me take a picture of your bad side and you like it, well that's a good sign. Hey, I know you're not a fan of double texting, but you don't always gotta leave me guessing. I know you wanna leave a good impression, but you did it, you did it without trying. Baby, take off all your cool, cool, cool. Oh, take off. Ich liebe, wie sie mit der Melodie spielt bei dem Chorus. Das ist mega krass. Richtig gut. Jedes Lied ist so gut, aber hat so seinen eigenen Touch von. So, ich finde, das ist voll gut. Das sind voll gute Lieder einfach. Jetzt kommt der 6. Song und zwar heißt er Tell 'em. Ich liebe jetzt schon den Rhythmus davon. Sehr sexy. Schon so ein sexy Vibe, oder? My feelings. Oh. Oh. Okay, halt, stopp! Der Song ist krass, ich finde den so krassen Song. Okay, 6 Tell 'em. Leute, Tell 'em ist so ein vibe Song, der ist ein bisschen schnexy, if you know what I mean. So, wenn ihr einen Boy habt, so schnexy. Und ey, ihre Stimme ist so angenehm, so tief. Oh. Das ist jetzt 7, Exhale, und ich hab den live gehört, ich hab was geheult, mega schön. The baby in charge, it's already hard to buy all the parts and learn to use them. Who puts ein bisschen trauriger. The world on my back and not in my head, just give me a chance. Listen to my mama, listen to my dad, listen to my sisters. I exhale for a minute. Can I get this out in the open? Can I sit down for a second? Can I breathe? Yeah. Can I exhale? Okay, jetzt kommt der vorletzte Track und zwar Nummer 8. Take You Back. Take You Back. Oh, ich liebe dieses Knistern im Hintergrund. I picked you up cause you were shiny and new. Had all the features, even came with tattoos. But I just figured out now what hindsight is. Up until now, never had any reason to. Wish that I didn't, but now I do. I wanna take you back, take you back. I wanna put you back, put you back where I found. Das ist noch einer der besten Songs auf jeden Fall auf dem Album. Garantiert so richtig girly und das erinnert einen an so ein bisschen Amy Winehouse, aber in modern und sie mit ihrer Stimme. Richtig geil, Alter. Jetzt kommt Track Nummer 9. Wir haben uns jeden einzelnen bis zum Ende durchgehört. Nur wir schneiden so ein bisschen um meine, wo ich reagiere, weil ich bin voll leise, wenn ich mir die anhöre. And my soul's a wreck. If I leave you behind, you can look for the brokenness. No, no. Erstmal gar nicht erwartet. Gar nicht. Richtig gut vielfältiges Album, das ist das Wichtigste. Latina Vibes auf jeden Fall und richtig Girl Power Vibes. Come on, don't just stand there staring, honey. Try to move your feet. If you think they're looking at
man denkt so, Looking at Me, man liest so den Titel und denkt so, es geht darum, wie ein Junge dich anguckt. Dabei sagt sie, die gucken dich nicht an, die gucken mich an. Richtig gut, voll der sassy Song, mag ich mega, hätte man nicht erwartet, voll gut. Und voll der so der Fire-Song, voll gut für Partys. Also Leute, jetzt sind alle Songs aus diesem Album raus. Das war jetzt meine Reaktion. Ich komme gar nicht auf mein Leben klar irgendwie gerade. Ich werde es jetzt rauf und runter hören. Ihr könnt es auch rauf und runter hören. Sabrina, message you, you're an amazing artist. I love you and this is an amazing album. Like, you snapped. Ja. Leute, checkt euch das Album. Link in Bio. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Muah.